Und ja, alle Augen sind hier auf ESC gerichtet, ob sie hier vielleicht VG schlagen können. VG eigentlich natürlich noch Favorit. Man muss schauen, das Duell gab es jetzt bisher noch... Gab's schon mal, aber das letzte liegt... Moment. Das letzte Duell liegt über 2 Monate her. Man hatte sich da zuletzt in Prag getroffen, sogar im LAN. Da konnte Varygames 2:0 gewinnen. Die Ergebnisse damals 16:11 und 16:14 und Überraschung, 16:14 auf Inferno. Also ESC vor 2 Monaten schon fast Inferno für sich entscheiden können. Mal schauen, ob es heute vielleicht sogar für den Sieg langt. So, ein ESC darf sogar CT anfangen. Hat ihn eben auf jeden Fall auch gut gelegen. Boah, 5 HEs. Also das, wenn das mal nicht nach was Offensivem riecht, dann weiß ich auch nicht. Schauen wir mal an, ob hier Schaden gefangen wird von Smith. Boah, direkt alle Nades weg. Mitte wahrscheinlich geworfen. Und also die Nades haben halt mal 0 gebracht. Die 10 HP bei Smith kann man ja halt vernachlässigen. So, fahre ich in Mitte, geht's Aufbau. Wie gesagt, Smith alleine Mitte. Da der Rest. ESC gerade am Umbauen gewesen. Er ist defensiv und Action Go. Lothar am Spot, macht einen, keinen weiteren. Pascha noch im Hells mit P250. 3 und 3 trotzdem rausgespielt. Kid bei Neo, alle über Base. Kuben Pascha jetzt auf dem Weg über Action. Einer, ne, 2 Spot, einer großer Sand. Eigentlich gute Ausgangslage für VG. Boah, Glock einfach so OP. Boah, saubere Runde von Smith. Und Kenny ist auf Spot auch noch mit Glock erfolgreich. Sehr starke Pistol von Varygames. Gut Runde gespielt, vor allem die HEs Mitte gedodged. Natürlich irgendwie unabsichtlich. Was man natürlich auch vielleicht sagen könnte, ist, dass VG eventuell dafür bekannt ist. Also weiß ich nicht genau. In der Pistol vielleicht direkt Mitte was anzuspielen und ESC daraufhin die Entscheidung getroffen hat, da Mitte zu naden. Kann natürlich so nicht genau sagen. Irgendwas wird da schon dahinter gesteckt haben. Oder natürlich, sie haben vorhin gemerkt, dass sie die Runde defensiv nicht so holen können und sich dafür dann halt direkt für was Aggressives entschieden. Danach haben sie sich aber def gezogen, zurückgezogen. Also ich weiß nicht. Hat auf jeden Fall wieder nicht geklappt. Ich denke mal, dass sie da in Zukunft was Aggressiveres in der Pistole spielen werden. Also dann auch wirklich durchziehen und aggressiv gehen. CT Pistol ja sowieso gerade sehr, eine sehr schwierige Angelegenheit gegen die Glocks. So, jetzt sehen wir sogar noch Deagle bei Neo. Also seit dem heutigen Update wieder ein Ticken stärker vielleicht. Soll zumindest auf Entfernung genauer geworden sein. Zumindest laut Changelog. Also schadenstechnisch verlief die Eco hier schon mal sehr gut für ESC. Aber es bringt halt nichts, alle low zu schießen, wenn da keiner kippt. Fällt auch keine Waffe. Und somit geht dann halt auch kein Geld verloren. So ein ESC saved hier? Eigentlich nichts. Wollen halt VG die Frags nicht schenken. Also zwei Mann haben da überlebt. VG somit mit insgesamt $600 weniger. Außer man hat halt irgendwie... Also es würde auf jeden Fall Sinn machen, zum Beispiel wenn der Gegner Bisons hat oder sogar Shotguns, dann wirklich einfach gar nicht auf die Frags zu gehen, sondern einfach nur irgendwo die Runde auscampen. Einfach um dem Gegner halt wirklich das Geld nicht unnötig in die Arsch zu schieben schon.
Krass. Banane einfach mal. Ist vier Mann gefallen. Aber schöne Entscheidung von VG, der direkt Mitte hoch, direkt über Action. Und das kann er nichts machen. Aber auch zwei richtig low geschossen. Also, die Ecos laufen schon mal ziemlich gut für EST. Das lässt hoffen auf die Equipped Rounds. Muss da genauso viel Schaden machen. Vielleicht dann sogar was umziehen. Boah. NBK wieder krass. So, was fackelt hier eigentlich live? Ja, live mittlerweile. Train der erste Map, auch interessant. Jetzt geht's ins Eingemachte. Ist hier direkt aggressiv Banane, wird aber weggeflecht. Ganz klassischer Aufbau bei VG. Ansonsten ist hier schon relativ defensiv, ein bisschen mit Kontrolle am Haus bei Lord. B jetzt wieder Def. Oh, schade. Oh, nice. Starke Nade. Starke Fläche irgendwie. Ah, sie muss den Tee da oben blind auch gemacht haben. Oh, und jetzt Pascha durchgebankt. Und Tess auch noch. Also, was ein geiles Zusammenspiel von den beiden. Unglaublich stark. Also, jetzt hat nicht mal einen Hit bekommen. Kenny letzter. Geht von Tesco. Also, krasse Zerstörung. Also so eine Runde selten gesehen. Also es war wirklich in Perfektion einfach. Das Zusammenspiel von Tess und Pascha. Augenweide. Das Mist diesmal den Nate gefressen. EC baut da nichts um. Spielen das gleich nochmal. VG nimmt wieder Döner Hausmeister ein. Da wird auf jeden Fall erstmal kein Gegnerkontakt stattfinden. Und entscheiden sich jetzt direkt Haus gehen, oder? Oh! Alter, MBK. Es ist einfach so ein Tier. Und Tess kann da einen machen. Zwei sogar. Alter, der zweite war eigentlich unverdient. Boah, da stehen sie in der Linie. Deswegen Kenny ist auch richtig gut runter geschossen noch von Pascha. Gute Möglichkeit, jetzt den Retake durchzukriegen. Boah, was war das für Posi von Scream? Die ist interessant da mit dem Auto. Boah, sehr coole Posi. Kann man sich abgucken. Boah, direkt das Spiel. Boah! Alter. Sauber. Stark von Scream am Ende. Auch wenn HP-mäßig die Runde auf jeden Fall bei EST bevorteilt war. VG. So rum. So, erste Equip geht somit an EST. Moment mal. Ja, nee. Quatsch, die ging vorhin die Runde ging an EC und jetzt VG direkt die nächste geholt. Ach, ich bin noch verwirrt heute. So, nochmal der gleiche Aufbau. Sind MBK dann nochmal so ein Ding geben kann. Boah, sie haben Lord echt blind gekriegt. Interessante Fläche, die da gekommen sein muss. Muss ich mir da mal angucken, wenn sie sie nochmal spielen. Ansonsten gewohntes Bild. Oh, Pascha, aber diesmal Bananen gefunden. Kuben da. Oh, das kriegt der schon von Scream. Kuben, wie gesagt, halt diesmal am Has. Hat er wahrscheinlich nicht so viel Praxis. Lord Sandkasten flecht. Also VG spielt richtig, richtig gute Ghosts. Kriegen die Gegner immer blind. Oh, der Gegner viel zu spät angesagt.
gefährlich. Der darf da eigentlich nicht noch einen machen. Boah, aber Mate schon da. Das ist eine richtig gute Ausgangslage. Solange der große Sandkastenspieler behebt, kriegt gute Hits. Ist aber fast egal. Boah, Pascha da mit Problemen und Lord jetzt mit Low AP. Das ist jetzt vielleicht doch nicht mehr so egal. Kenny kann das machen. Boah. Aber Lord hat es schon gut ausgemoved. Schade, Kenny hat es da schon gesehen. Und man kann ihn machen, weil seine Mates da vorher schon gut Damage gemacht haben. Wobei, ich glaube, er hat allein den Kill bekommen. Also hat er wahrscheinlich alleine dort auch den Damage vorher gegeben. Und das war auch eben in der Equipped Round. Jetzt ist sie aber broke. Wir müssen in die Eco gehen. Also schade, dass man da was umgebaut hat. Hat sich da wahrscheinlich auch ein bisschen verspekuliert. Ja, die Glock da, das ist... Also ich verstehe echt nicht, warum man die nicht genervt hat. Also ein bisschen, der Burst wurde ja ein bisschen abgeschwächt. Aber man muss halt auch den Damage ein bisschen runtersetzen, damit es einfach keinen Headshot mehr, keinen One-Shot mehr machen kann. So. Anti-Eco, relativ wenig Probleme. Tess wird auch das Leben, wird dem das Leben jetzt auch schwer gemacht. Also sie drücken richtig gut um mit den mit den Glocks, mit den Pistols. Schneller B-Contact. Also gefällt mir. Rebel Games wirklich taktisch unglaubliches Repertoire, was sie haben. Boah, das Timing aber auch hervorragend von Neo. Also besser konnte es wirklich nicht sein. Sein Preempt auch perfekt. Oh Mann. Also wenn Neo da ein bisschen später reinzieht, dann haben sie wahrscheinlich, hat wahrscheinlich VG den Frag. Aber auch nochmal stark gemacht von Kenny. Und Existence fast schon Mitte... Lord wollte gerade schieben, jetzt umgedreht. Schade, dass Existence noch nicht die Rippen eingenommen hat. Aber eh egal, da Lord auf Spot schiebt und Action. Oh, und Lord perfekt, er kommt noch groß an. Ja, kommt rein. Sauber gemoved, richtig gut verschoben. Und ach, er kennt diese Posi. So, Kenny. Dass Kenny jetzt über Hess geht. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Er hätte jetzt Action da sein müssen. Verstehe ich nicht ganz. Also darf er nie im Leben so weit weg sein. Na, dann hat Lord halt einfach auch ein leichtes Spiel. Aber wenn es ein schöner Headshot ist, aber trotzdem. Wenn Kenny da ist, wenn er sehr weit Action schon vorne ist, ich meine, Lord hat nicht unbedingt gespottet. Und daher hätte er Action viel Raum gehabt, dann müsste Existence House... kann er ruhig dann steppen und dann muss Kenny halt direkt den Reflex setzen. Und dann kann er das 1 und 2 vielleicht sogar auch holen. Also nicht gut runtergespielt dann am Ende. So, wieder zu viert Mitte, aber diesmal kein direkter Contact. Oh, Banane unten, Haus unten, offensiv. Und NBK verschossen. Durch den Leck hat man krass gesehen, wie er nach rechts gezielt hat dann. Boah, schönes Pre-Fire von Kenny da direkt rumgegangen. Wusste genau, dass Terz dann irgendwo ist. Irgendwo im Gang gefangen ist. Also Reflect-technisch wirklich ein Match auf sehr hohem Niveau. B wird auch allein gedeckt von Neo. Kuben jetzt doch mit da. Also es ist auf jeden Fall auch so was Go-typisches. Was ich spekuliere sogar komplett auf den. Oh. Was
Smith. So, kann jetzt einen ansagen. Der zweite zeigt sich zum Glück auch nicht. Aber VG direkt Hess. Die Schwachstelle entdeckt. So, Großsand einmal abgefleckt, zweimal abgefleckt. Sehr stark. Lord ist... Aber oh, Lord war nicht so blind, wie ich es jetzt vermutet hätte. Och, also Lord im Sandkasten wirklich eine Macht. Und Scream gegen zwei. Sollte vielleicht die Bombe noch irgendwie versuchen zu legen. Hess hat ihn jetzt gesehen, Bombe hatte. 13 Sekunden noch. Ja, der Plant geht durch, aber dann wird er gleich direkt sterben gegen Pascha. Und er macht sogar einen Headshot. Sehr, sehr starke Runde von der ESC. Ja, was ich vorhin noch zu Ende sagen wollte, ist, dass ein Go auf jeden Fall irgendwie sautypisch, dass der A auch zu zweit gehalten wird. Und man da wirklich verstärkt B deckt. Also in einem Sechster wirklich teilweise andersrum. Also der war, also, wenn der dort am B mal zu dritt und A zu zweit, so am Mitte bis Ende der Runde ohne Infos. War schon mehr als selten. Trotzdem gefällt mir, wie VG immer darauf reagiert, was SC macht. Also hinter der ähnliche Aufbau, Mitte relativ zügig unter Fenster eingenommen. Eingenommen. Boah, Scream. Oh, fuck. Boah, eine Mitte-Einnahme. Flash von Lord vielleicht. Pascha jetzt gesehen. Boah, zum Glück war er da nicht ganz so angeflasht. Action auch direkt die Gegenflash. Kuhm B ist Smith gemacht. Das gefällt mir übrigens nicht, was Smith da immer alleine macht. Naja, auch wenn jetzt der Go trotzdem kommt am A. Nice. So, aber man müsste auch wissen, dass Lord immer große Sandkastenspieler ist. Boah, super Gegenflash nochmal von dem CT-Base-Spieler. Oh Gott. Richtig starker Headshot von MBK. Also Lord, den hätte er fast noch haben müssen. Er hat auf jeden Fall gut eine Sekunde Reaktionszeit. Wieder 1-on-1, aber Kenny geht the Freak und macht's. Sehr stark von Kenny. Macht ein gutes Spiel. Steht ja auch zurecht am Score, ja, eine Scoreboard-Spitze. Aber auch Existence, vorhin die heißt die Pistol hier entschieden hat, war auf jeden Fall gut, glaube ich. Also Kenny, NBK für mich hier gerade die Besten. Scream vorhin die Headshots, okay, aber es waren jetzt nicht so extrem wichtige Frags, wie von NBK zum Beispiel, oder von Kenny halt. Den Mitte-Contact. Boah. Boah. Und wieder schnell an der Haus durch. Und er deckt Kenny ab. Oh, was macht Existence denn da? Alter, wie sie hier gerade von dem P250 auseinandergenommen werden. Ist ja nur krass. Aha, das Teamplay ist so genial. Das ist so genial von ESC. Boah, der versteckt sich auch am Emulate. Und jetzt rumziehen, jetzt rumziehen. Jawoll! Und Kenny letzte mit Bombe. Boah, das Große ist aber frei, zumindest Spot. Neo am Hass gibt Hits. Und er muss natürlich erstmal alles checken. Er legt Instant. Also der Plant geht noch... No, er faked. Oh, und jetzt kann er es eigentlich nicht mehr machen. Er hat direkt zweit rumgezogen. Alter. Also... Weltklasse von ESC. Natürlich auch das Opening von Pascha. Aber... Oh. Ja, und dann, wenn einfach Haus nicht direkt abgedeckt ist. Es ist so scheiß schwer als Spieler in der falschen Mitte, der irgendwie sich nicht gescheite Pose zu suchen. Hat mir bei Existence gesehen. Tja, da müssen sie auf jeden Fall aufpassen. In Zukunft, da Haus nicht direkt gepusht zu werden. Trotzdem haben sie noch die Führung. Wir müssen jetzt in die Eco. So, mit direkt angerannt, dann den Weg über Falsche genommen. Ah, Lord. Nee, hä? So, jetzt hier die Standardposition eingenommen.
da im Haus spotten. Dort große Sand. Es gibt auch keine Flashes mehr, von daher noch leichteres Spiel für ESC. Die Eco abzuwehren. Das ist einfach wie Tontauben schießen. Jeder darf mal, jeder kann mal. Es braucht zwar gut lange mit der P2000, aber passt schon. 5-7. ESC ganz gut rangekämpft hier. Ins Leere. Okay. VNG wieder Mitte geschoben. Oh. Wichtiges Opening von Kenny. Da direkt Pascha bestraft für die späte Nade. Hier wird defensiv gedeckt. Neo da gleich noch eine Smoke zum Nachlegen. Kuben wahrscheinlich da die erste geworfen. Da wirft sie auch bei einer Minute. Hat man genau gesehen, wie er gewartet hat auf die Zeit. Oh, MPK im Großen. Oh, und jetzt einfach groß gehen. Jetzt einfach groß gehen. Jetzt einfach groß gehen. Oder halt abzielen. Oh, sie gehen groß. Uiuiui. Also, das wäre halt so fail gewesen. Sogar noch Hasflash. Super gemacht. Ach, aber da war so ein kurzen Moment, den man wirklich gemerkt hat, wo man sich nicht sicher war, ob man jetzt groß geht, obwohl da frei ist. Oder man es trotzdem am B versucht. Wahrscheinlich hat man da einfach noch ganz kurz gewartet, ob da CT reinpusht oder so. Ich meine, die CTs sind unter Zugzwang, müssen da was machen. Aber am Ende hat dann doch noch die richtige Entscheidung und die einzig richtige Entscheidung getroffen. Einfach A zu gehen, da halt, wo der Spot frei ist. Neo durfte sich noch einen schnappen. VG auf jeden Fall gut darin beraten, die restlichen Waffen zu jagen. Scheint aber in die Hose zu gehen. Boah, aber mehr als in die Hose. Somit kriegt ESC nicht nur drei Frags, sondern auch die zwei Waffen gesaved. Und das reicht locker flockig für eine nächste Kaufrunde. VG aber schon mal die Halbzeit besiegelt. Oh, was ist das für ein Smoke? So, oder was? Boah. Kann man hier Banane flächen oder was? Wie krass sei das denn, wenn man hier von Hass Banane flächen kann? Sorry, dass ich jetzt den Frag verpasse, aber man hat... Er ist, glaube ich, hausoffensiv gegangen und diesmal hat MPK da aufgepasst. Also er ist wirklich ein hervorragender Spieler, muss man einfach sagen. Gefällt mir wirklich, was der immer macht. So, Haus ist einfach mal schnell durch, oder? Ja, man zieht sich schon mal weg. Boah, sehr gut gemoved. Smith hat eventuell sogar die Steps gehört von Neo. A ist halt, B ist halt komplett frei. Neo am Häs, er braucht halt super lang, um zu schieben. Eine Smoke. Ah, liegt noch. Gut. So, es ist halt auch Banane. Da kommt niemand alle über Base. Kuben sogar jetzt erst Bieber. Also das dauert richtig lange. Man hätte zwar das wichtige Kit. Neo versucht noch was zu entscheiden. Aber er kriegt jetzt keinen schnellen Frag und da wird man sich auch gleich entscheiden, dazu zu safen. Das sieht man auch direkt daran, dass die beiden anderen Mates so weit weg sind. Neo wollte da was entscheiden, war glaube ich aber auch vorhin abgeflecht worden. So, der Versuch nach Exit-Frags gelingt nicht. Neunte Runde. Gefällt mir auf jeden Fall VG hier fabriziert, aber auch ESC mit sehr starken Runden teilweise.
B gelandet. So, Kenny Smith da im Zusammenspiel. Gute Flash von hinten. Nochmal abgeflasht. Boah. Starker First Weg von Kenny. Beide B-Spieler tot. Können da jetzt einnehmen. Bombe Scream. Schiebt rüber. Pascha schon am Seitengang. Mal sehen, ob sie mit ihm rechnen. Das sieht noch nicht so aus. Nee. Oh, richtig gut von Pascha. Und jetzt Stream. Oh, sauber Runde von Pascha. Weltklasse. Er ist aber auch richtig schnell in meinem Schieben, muss man sagen. Das ist echt, echt krass. Also er ist eine richtig gute Schiebernatur. So, 9-6. Die Halbzeit, das Halbzeitergebnis geht auf jeden Fall so in Ordnung. Kommen wir direkt die Readies. Ich hoffe mal, dass Maus VP nicht pünktlich startet. Maus spielt sich noch ein bisschen auf den Deathmatch ein. Ziemlich struggling. Macht jetzt Restarts. Somit viel Spaß mit der zweiten Hälfte. Very Games gegen ESC Gaming. YOLO. So, mal schauen, was VG hier Equipment technisch kauft. Ach, sie. Zu viert? Zu vier Mann HE. Fünf. Auch alle fünf. Also, neuer Standard, oder was? Alle A. Also VG. Nice, was sie hier für innovative Taktiken auspacken. Boah, sie pushen direkt runter. Zumindest Scream an der Couch. Oh, nice. Erst die Nate. Dann noch eine Flash von hinten und dann rumgezogen. Sauber gemacht. Scheint leider nicht belohnt zu werden. Ist sehr gut drauf reagiert durch den, auf den Push. Die Smoke liegt ganz gut. Boah, Lord kriegt den Frag da auch. Boah, Pascha auch Base gegengegangen. Oh, also ich sehe Wahnsinnsrunde. Wir kennen ihn da nach Fläche, oder? Was? Also wie ist das denn noch ein Headshot geworden, bitte? Oh, kein Kit. Ach, die Bombe tickt auch so ein Sauf schnell. Das schafft er nie im Leben. Aber Respekt an VG, eine richtig coole Taktik. Erst die Nades mit runter, dann kurz gecoucht, gewartet. Dann flasht noch einer. Wirklich schade, dass es nicht belohnt wurde. Aber ESC einfach auch richtig gut drauf reagiert. Ich glaube, Fickelt hat echt die erste Map verloren. Irgendwie unerwartet nach dem Nip-Sieg. Ah ne, spielen noch. Ist gerade noch Draw. Bin immer gespannt, wie das Match noch ausgeht. Ansonsten. Boah, wie viel Equipment VG in der Anti, in der Eco hat, ist irgendwie krass. Letztens in dem Spiel gegen Nip hat Existence und NBK am B aber auch richtig viel Equip und da hatten sie auch die Runde geholt. So, Scream steht da auf Flash, wahrscheinlich für den Hess-Spieler, aber es geht am B den Go. Pass! Also, jetzt mal ohne Witz, ohne Flachs, NBK für mich wirklich schon seit einer langen Zeit einer der besten Spieler bei Very Games. Vielleicht sogar für mich auch Top 5 weltweit. Überzeugt mich wirklich jedes Spiel.
So, und die beiden Fracks von ihm, von ESC, die gingen da auf sein Konto von Nathan. Maus gibt's schon den GoTV. Ah, aber ich kann jetzt nicht wechseln. Das Spiel ist mindestens genauso gut. Wenn nicht sogar fast besser. Am B, es geht aber A. Da brennt also nichts an. Jetzt hier wird er wahrscheinlich auch wieder Häs gehen. Ob es sogar nach dem B-Split aussieht. Ne, man schickt Pascha jetzt vor. Rennt er immer an, zielt was ab. Er wartet da so eine delayte Einnahme oder so. Halt auf Contact. Ist nicht der Fall. Derweil ging es halt, wie gesagt, wirklich über Has. Und Lot auch schon schön Bivo dicht gemacht. Also souveräner kann man wirklich eine Anti-Eco nicht runterspielen. Okay. Doch noch zwei Fracks kassiert. So, damit der Ausgleich 9 beide. Und auch in Varigames verzichtet hier auf eine AWP. VG auch komplett defensiv mit einem Standard. Nirgendwo was aggressiv, kein Special Boost oder sonstiges. Und ESC auch sehr zurückhaltend erstmal. Pascha allein der Banane. Oh. Ist der B ein? Ne. Smoke kommt von Existence. Aber EC schiebt B. So, alle 4 Mann vor B versammelt. Neo schiebt jetzt auch nach. Oder? Ne, geht allein Mitte. Boah, jetzt nochmal nachgesmoked. Also, das ist wirklich auch bei den Teams Standard. Rex. Oh, was? Also, Kuben ist sau stark. Den zweiten hätte ich ihm nie im Leben zugetraut. Boah, Neo schimmelt der Hess ab. Sauber. So gut gemacht. Aber enorm wichtige Shots von Kuben. Wenn er den nicht macht, wenn er der B-Spieler nach einen setzt, dann haben sie halt die Überzahl. Krass. Boah, Screen ist noch da. Wird zunehmend schwerer. Weiß ich, wo los ist auch. Hermit Kids. Boah, jetzt aber Kenny gestorben und Scream geht weg. Keine Chance mehr für ihn. Aber es ist eine schöne Runde von ESC. Aber auch wenn es wirklich ein bisschen mit Glück verbunden war, muss man sagen. 4-0 trotzdem. Führung somit. 10-9. Aus dem 9-6 Halbzeitergebnis jetzt schon die minimale Führung gemacht. Und nur noch, wie viele Millionen sind das? 9 Millionen 999.995 Runden.
Also ich bin echt eine Eco, oder? Ja. Alle Eco. Jetzt müsste er die Waffe von Scream bekommen. Ist ja wieder fast alle eine Flash. Also es scheint auch auf jeden Fall so geplant immer zu sein, dass sie da so Eco-Moves haben oder sowas. Muss man als Gegnerteam auf jeden Fall immer aufpassen, dass man da nicht in so eine Flash-Falle oder so reinläuft. So, ist sie wieder mit ihrer Taktik. Neo alleine über Hass. Boah, ist genau sowas. So eine geteilte Flash. Unglaublich krass. Jetzt gar noch... Ah, nee, die Smoker von den Gegnern. Boah, schneller Boost in den Baum. Also, so schnell dann auch auf die Idee gekommen, zu kommen, ist auch geil. Xistens leider zweimal gegengeflasht wurden. Aber vielleicht hat er die Chance, den Frick zu setzen. Ach, schade, Mann. Ach. Aber schöne Idee. Auch das so schnell zu kommunizieren, ist einfach sau stark. Ja, jeden Frick, den sie noch kriegen, ist, wäre schon gut, aber es muss schon am Safe. Oh. Sauber von Neo, dort die AK noch zu kriegen. Oh, aber Kenny, wenn er da wegkommt. Schade. Somit keine AK durchgebracht. Trotzdem eine ganz coole Eco von VG. Führung dafür für ESC, also die ausgebaute Führung. 11 zu 9. Und jetzt zum ersten Mal AWP. Akro. Kenny, Kenny, Kenny. Boah, starke Nate. Wir kamen mit First. Kenny kriegt gute Hits. Kommen aber zum Gegenflächen. Haus wird auch Akro gespielt. Also man war jetzt auf beiden Seiten aggressiv. Boah, jetzt müssen eine Fläche. Für Banane oder was? Das ist echt heftig. Ich habe wirklich hier noch keine Ahnung, wo man überall drüber flächen kann. Also von Base und von Hass und so scheint man ja echt gute Smokes oder gute Granaten allgemein Richtung Banane werfen zu können. Das ist, denke ich, immer auch was, was man in Zukunft dann in ausgebauter Form eben sehen wird. Wenn die Teams mehr und mehr Möglichkeiten entdecken der Map, mehr und mehr Granaten entwickeln. Oh, und Hass ist offen. Ah, okay, ich würde schon gerade sagen, keiner deckt Hass, aber Smith aimt dort. 3 Sekunden noch. Existence aimt auch Base. Doppel-Awe war das sogar. Boah, der Shot. Den hätte sogar ich gemacht. Somit wird das die erste CT-Runde für die Franzosen. Anschlussrunde wieder mal. So, bei Maus ist es übrigens noch nicht losgegangen. Sollte VG die Runde verlieren, sieht es eigentlich geldtechnisch nicht gut aus. Von daher eine sehr wichtige Runde für ESC. Wenn sie die machen, könnten sie das Match sogar dann relativ gut gewinnen. Auf der anderen Seite, wenn ESC die Runde verliert, könnte es auch für sie Eco bedeuten. Von daher, wichtige Runde für... ist quasi so eine Doppelrunde. Ich weiß gerade gar nicht, wie man das nennt. Gibt es natürlich auch so einen Begriff für. Also die Runde ist jetzt quasi doppelt so viel wert. Oh, Smoke, mal gucken. Ich glaube, die fliegt in den Bogen rein.
Bin gerade nicht ganz sicher. Ich meine aber schon. Ganz kurz gucken. Oh. Okay. Nicht ganz. Aber leichten Effekt scheint sie doch gehabt zu haben. Und man geht schnell über Hess. Oh, Bibo schon eingenommen. Großes Sand. Smith. Scream auch am Start. Oh, da hat's gut geholfen. Drax sitzen auch. Spot aber schon eingenommen. Trotzdem mit guten Chancen. Boah, MBK pusht da einfach vor. Nun nach Neo am Spot. Letzter gegen drei Varygames-Spieler. Gut Schaden. Sehr schön gemacht von Existence. Eine AWP. Boah, Neo hat sogar nicht mal Geld bekommen. Eine AWP sollten sie aber safen. Boah, er sucht sie gerade, oder? Hat er sie? Ne, er hat sie nicht. Also mit beide AWPs verloren, oder? War das nur eine noch? Ich weiß es gerade gar nicht. So, aber VG holt sich die Runde. Und wie gesagt, ESC auch am Sparen. Hätten sie die Bombe gelegt, hätten sie wahrscheinlich auch kaufen können. Aber dadurch, dass VG da so gut stand, war dem nicht so. Schnell im Haus. Oh, traut sich da einfach mal was. Die Smoke aber auch wieder auf Timing. Wahnsinn. Kuben vielleicht mit Flash ist. Ne, der ist ganz weit Mitte unten. Vielleicht sein Mate sich dann erstmal trippen. Ah. Lord wollte da was probieren, aber. Als ob VG da Haus einfach mal offen lässt. Oh, Maus ist live. Nein. Das ist halt die Scheiße daran, dass das vorhin so lange gedauert hat. Bei ESC gegen Navi. Beziehungsweise, also erstens das. Und zweitens halt auch noch, dass es bei AL dann auch noch immer weiter nach hinten verschoben wurde. So, die Frage kommt jetzt auch, ob ich Maus gegen VP streame. Ja, würde ich gern. Also mache ich ja, aber erstmal das Spiel hier zu Ende. Ach, was ticker ich hier denn? Das ist ja der größte Bullshit überhaupt. So, jetzt stimmt's auch wieder. Also 12 zu 11. Push von VG. Ne, nur kurz, ganz kurz angerannt. Was du, wie man es schon oft gesehen hat. Ich sehe auch direkt, also spielt hier nicht direkt irgendwas, sondern abwartend. Sieht jetzt wieder nach diesem B-Go aus, wobei Lord noch Haus mit ist. Also vielleicht diesmal ein richtiger A-Fake B-Go. Was macht Neo? Lord. Ja, so ein bisschen ein Zusammenspiel. Okay, es ist ein B-Split. Ne, Lord schiebt doch über Banane. Fake wäre ganz gut. Oh! Und Neo kriegt Kenny noch. Oh, Existence wollte gerade schieben, ist gerade unsicher. Jetzt hört ihr die Flashes, die Granaten. Pusht schön durch die Smoke, kriegt zwei mit Headshot. Sehr stark gemacht von ihm. Und am Spot noch MBK. Das müsste er machen. Macht einen zweiten an der Ruine gehört, gesehen, was weiß ich. Oh, und er macht das Mist. Gut durchgegeben, gut kommuniziert und nur noch Neo im Hof. Das müsste die 13. Runde sein für die Franzosen. Ja, ist sie auch. Richtig gut einfach gespielt von VG. Bei Existence einfach Weltklasse. Er wollte gerade schieben, hat aber dann die Granaten gehört. Er ist da einfach stehen geblieben. Über die Smoke gepusht. Und wesentlich zum Rundengewinn beigetragen. So, wieder offensive Nades-Banane. Was steht jetzt hier auch
kaum was um, weil Kenny wieder mit Arme unterwegs ist. Aber Pascha ist nicht so blöd und zeigt sich da dumm. Auch Existence sehr offensiv Banane. Alleine auch. Also man spielt jetzt 1-4. Man spekuliert sogar auf den Argo von EC und es geht bisher super auf. Existence würde dann natürlich auch sehr schnell über Mitte kommen. Mitte-Einnahme vielleicht bei... Ja, NBK vielleicht für Smith. Mann, ein bisschen zu spät. Boah, Scream stirbt dagegen Hausmeister. Vielleicht ein bisschen zu viel Risiko, dass man zu viert am Spot steht. Schlag. Oh. Was? Was NBK ist. Es ist so heftig. Oh, die Reaktionszeit bei Smith war da ein bisschen hoch. So, bei der Mitte. Action hält da Kenny noch. 30 Sekunden. Guben schiebt noch über Haus. Kleine Decoy von Pascha. Kenny kriegt die Hits. Jetzt müsste Haus langsamer kommen. Guben. Boah, kriegt den sogar. Spot. Steht NBK. Der macht ein hervorragendes Spiel. Sein dritter K in der Runde. Und Existence 101. Aber auch er super heute unterwegs. Auch wenn er scoreboardmäßig. Wenn sich das im Scoreboard nicht unbedingt zeigt. Ist er davon blind? Ja, er ist davon blind. Und die Zeit ist abgelaufen. Perfekte Gegenflash. Pascha hat auch keine Bombe gehabt. Und nächstes geht er sogar noch weg. So mit 14 zu 13. 14 zu 11. Mann, ey. Ach, meine Versprecher heute. Man merkt, ich habe noch nichts gegessen. So, Spielstand bei Maus, kann ich ja mal so sagen. Oh, 4-0 Virtus. Oh, zum Glück sind wir hier drauf. Zum Glück sind wir hier in dem Match. Oh, warum dreht er sich dann rücken? So, er wollte wieder alleine spielen. Pascha aber diesmal da drin gewesen. MBK, Smith übernehmen da beide. Pushen wahrscheinlich jetzt auch beide wieder. Ah, ne, gibt Timing Flash. Boah, das könnte man jetzt eigentlich wissen, dass da zwei sind, wenn da so ein Move gespielt wird. So, jetzt die Smoke und jetzt einfach groß. Neo. Boah, der große Spot steht aber viel zu gut. Das war eigentlich ganz gut gedacht für nächstes. Was ist denn das jetzt für ein ekelhafter Lag schon wieder? Boah. Richtig krasse Runde. Also. Eigentlich war es gut gespielt. Ja, wobei. Vielleicht hätten sie auf die Mates warten müssen oder so. Schwierig. Ich meine, klar, manchmal scheitert die Runde auch einfach am Aiming, dass man da so einen Frack oder so nicht zieht. Somit das Draw schon mal sicher. Ne, Moment, die Overtime. Wir sind wieder in der ESEA. 16-11. Vielleicht die letzte Runde. Drei Mann wieder vor B. Timing der Versuch, da den Flick zu ziehen. Funktioniert auch. Und Smith ist diesmal sehr spät da. Und diesmal ist auch der Tank gestorben. Go. Ach, geht auf. Smith aber noch im Hof. Smith noch im Hof. Kriegt ein... Was? Er kriegt beide. Alter. Oh, und er geht auch def... Oh, er wollte gerade defensiv gehen. Scream 1-1. Er flechte kriegt gegen. Kriegt den Frack. Krass. Krasse Runde von Scream. Hätte ich nie mit dem gedacht, dass er dort noch beide Cracks kriegt. So, und ich